nette Truppe da drin. Aber kann man Kunst eigentlich lernen? Man kann mit ein bisschen Begabung, meint man in Alzey und hat da frohgemut das erste Landeskunstgymnasium des Landes gegründet. Wir haben es uns für Sie mal angeschaut. So kann es aussehen, wenn sich Schüler auf ihre neue Schule vorbereiten, auf die sie unbedingt gehen wollen. Und diese Schule liegt in Alzey, bisher Aufbaugymnasium ab der 10. Klasse mit angeschlossenem Internat. Seit den Sommerferien ist die Schule noch mehr, nämlich Landeskunstgymnasium. Eine Mappe mussten sie einreichen und eine Aufnahmeprüfung bestehen. Die Schüler der neuen 10. und 11. Klasse des Kunstzweiges der Schule. Mir liegen die Schülerinnen und Schüler besonders am Herzen und mir liegen besondere Begabungen am Herzen. Und die Begabung Kunst ist nach meinem Wissen in Rheinland-Pfalz noch nicht so breit vertreten gewesen. Und aus diesem Grund haben wir versucht, hier Kunst als Spezialbegabung abzufangen und aufzubauen. Nur zwei Schulen mit Kunstschwerpunkt gibt es bisher in ganz Deutschland. Begabten Schülern soll eine breit gefächerte Grundlage in Sachen Kunst vermittelt werden. Verschiedene Techniken und auch der Umgang mit neuen Medien wie Video und Internet. Außerdem gibt es Praktika und Projektwochen mit Künstlern. Themen werden fächerübergreifend behandelt, zurzeit gerade Farbe in Deutsch, Chemie und Physik. Es ist generell total schön hier, der ganze Unterricht eigentlich, aber jetzt auch der Kunstunterricht, weil es einfach, man wird viel mehr gefördert als jetzt bei meiner alten Schule, da war Kunst nicht so wirklich wichtig. Boah, voll cool eigentlich, weil Kunst wird so in anderen Schulen so minder bemittelt, dabei finde ich es eigentlich so wichtig. Es ist wesentlich anspruchsvoller wie auf meiner alten Schule und wir reden wesentlich mehr über das, was wir zeichnen, kriegen nicht nur gesagt, ja, mal ein Bild, gefällt mir wirklich gut. Wir wollen also nicht nur den Schüler oder den Künstler hinter seiner Staffelei hier ausbilden, sondern wir wollen den ausbilden, der beispielsweise seine Kenntnis einbringt als Autodesigner. Das heißt, er muss gute Physikkenntnisse haben, um die Strömungen berechnen zu können. Er muss aber gleichzeitig auch natürlich eine gute Designvorstellung haben. Hier können die Schüler ihre Kreativität ausloten und bekommen das nötige Handwerkszeug beigebracht, ohne dass andere Fächer vernachlässigt werden. Wir haben erst angefangen mit naturgetreuen Zeichnungen. Die sind alle ganz perfekt geworden. Und jetzt ist die Aufgabenstellung, das gleiche Thema, aber mit charakteristischen Linien nochmal durchzuarbeiten, sodass eine ganze Serie entsteht. Wie das dann aussieht, entscheiden die Schüler selbst. Ich schreibe halt jetzt immer grün, weil es ja auch sieht dann aus einer gewissen Entfernung halt auch aus wie eine unregelmäßige Linie. Das war ja auch die Aufgabenstellung. Und da wollte ich halt einfach mal ausprobieren, wie das ist, dass ich ein Objekt halt nicht zeichne, sondern sozusagen schreibe. Also eben, dass man ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Objekt bekommt und das einfach mal auf eine ganz andere Weise umsetzen kann. Nicht mehr so stur das, was man sieht, eben malen kann, sondern einfach mal seine Fantasie freien Lauf lassen kann. Kreativität und Kunst ist zwar nicht im klassischen Sinne lernbar, aber auf alle Fälle förderbar und oft vernachlässigt. Unser Wunsch ist eigentlich auch, dass sich ganz starke Persönlichkeiten entwickeln, dass zum Beispiel auch jemand später Biologie studiert und eine ganz kreative Persönlichkeit in ihrem naturwissenschaftlichen Bereich wird. Ich denke, die Kunst, die fördert sehr stark das Individuum und die Persönlichkeitsentfaltung und stärkt sie. Das Konzept funktioniert. Wir haben jede Menge begeisterte Schüler und Lehrer getroffen. Das Modell sollte Schule machen.